Bei Bauersuchtfrau International gab es einen der unangenehmsten Streits, die ich jemals gesehen habe. Jetzt nicht mal hersetzen? Nö. Hä? Ich setze mir doch jetzt nicht mit dir her und wir fummeln oder. Ja, das hat oder doch nichts mit Fummeln zu tun, nur weil Hallo? Ich dich jetzt näher da sitzen haben will. Und ich wollte dich jetzt einfach nur auf Augenhöhe haben. All das und noch einiges mehr gab es, wie gesagt, in der brandneuen Folge von Bauersuchtfrau International. Und das Ganze werde ich natürlich auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und auch bei Bauersuchtfrau International gilt übrigens, das kannst du auf RTL Plus gucken, das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt durch, weil ich kann ehrlich gesagt diesen unangenehmen Streit kaum erwarten. Erstmal geht's aber nach Österreich zu Katrin und bei der steht heute Reiten auf dem Programm. Nein, nicht das, was du schon wieder denkst. Geritten kann man das vielleicht nicht nennen, ich bin schon mal auf dem Pferd gesessen, ja. Was und habe ein paar Runden gedreht. Ja, aber dann bist du ja schon geritten. Ja, aber ich sitze wie ein Pflock auf dem Pferd. Ich finde ja, man kann über ihren Schweizer Herzmann sagen, was er möchte. Aber irgendwie ist sein spröder Humor auf eine ganz bestimmte Art und Weise ja schon ganz cool. Aber gut, ich muss tatsächlich zugeben, ich finde, er sitzt gar nicht unbedingt wie ein Pflock auf dem Pferd. Eher wie ein nasser Sack, der leider auch ein Dominanzproblem mit dem Pferdchen hat. Komm. Siehst du, ich ziehe jetzt nach links und der geht nicht links. Ja, aber du darfst immer nur auf einer Seite ziehen. Ja, ziehe ich ja nur. Wohin gehst du? Siehst du, der geht durch, wo er will. Mir hatte das Navigationsgerät gefehlt. Das Pferd machte mehr das, was das Pferd wollte und nicht das, was ich wollte. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich fand jetzt, dass Max sich gar nicht so blöd angestellt hat. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Pferde so ziemlich das Zentrum von Katrins Leben sind. Und ich könnte mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass seine reiterische Leistung da jetzt ein Problem ist. Oder sie hat so langsam Herzchen in den Augen. Am Max schätze ich das wirklich sehr, dass er alles so mit Ruhe angeht und da mit Humor nimmt. Er findet auf einmal Fluchen an oder sonst irgendwas. Ich glaube, der kann gar nicht böse sein. Und das ist einfach das Schöne, was ich so toll finde, weil so einen Menschen muss man erst einmal kennenlernen. Ich finde, das hat sie richtig schön gesagt. Aber wisst ihr, was ich gar nicht verstehe? Sie hat sich doch eigentlich in den vergangenen Folgen auch einen dominanten Mann gewünscht, der den Ton angibt. Also wünscht sie sich quasi jemanden, der sehr weich ist und der quasi nie böse wird, aber der gleichzeitig dominant ist und ihr sagt, wo der Hammer hängt. Irgendwie, glaube ich, gibt es das gar nicht. Aber vielleicht wird ja trotzdem was aus den beiden. Denn jetzt kochen sie auch noch zusammen mit Handschuhen, die ein bisschen so aussehen wie aus einem SM-Studio. Hoffentlich versalzen wir das nicht. Gut, gut. Sonst wird... Weißt du, was man sonst sagt bei uns, wenn etwas versalzen ist? Ja, dann bist du verliebt. Dann ist der Koch verliebt. Ja. In dem Fall bist du der Koch. Ja, genau. Hat Marc jetzt gerade durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er so gar nicht verliebt ist? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Aber ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich dann gefragt hat, was die da jetzt eigentlich kochen. Und ich glaube, das sind einfach Maultaschen für Riesen. Bei uns in Kärnten heißt es Grendeln. Wenn eine Frau grendeln kann, dann ist sie heiratsfähig. Okay. Das ist nämlich... Also du kannst das, so wie es aussieht. Jo. Dann bist du heiratsbereit. Grendeln also. Ich glaube, ich habe das wieder fürchterlich ausgesprochen und ihr werdet mich jetzt in den Kommentaren wieder alle auslachen, aber damit muss ich leben. Aber man merkt irgendwie schon wirklich, zwischen den beiden knistert es ein bisschen und die machen jetzt ja auch immer häufiger so Anspielungen und so. Jetzt muss das Essen natürlich nur noch schmecken. Bisschen, ja. Uiuiui, also ich bin ehrlich, damit, dass die sich so nahe kommen, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und ich glaube, Marc ist auch ein kleines bisschen überfordert. Und merkt euch mal gut, was er gleich sagt. Ich helfe euch dann nämlich bei der Übersetzung. Ich konnte sie noch mehr kennenlernen und wir hatten den Spaß auch beim Kochen. Und ich war gespannt, wie die Käsenudeln rauskommen. Hm. Ist wirklich gut. Also zum einen muss ich ja sagen, dass diese Käsenudeln echt ganz gut aussehen, aber gleichzeitig auch ein bisschen wie Quallen und trotzdem hätte ich jetzt gerne eine. Und zweitens habe ich euch ja noch die Übersetzung versprochen und zwar meint Marc mit kennenlernen ganz bestimmt bumsen. Ehrlich gesagt heißt kennenlernen in all diesen Formaten nämlich immer bumsen, aber davon sind die beiden vielleicht noch ein kleines bisschen entfernt. Gefühlsmäßig kommen sie sich aber wirklich immer näher. Bei Katrin habe ich das Gefühl, es könnte passen. Kann man echt gut machen. Ja. Mir auch. Hat mir sehr gefallen. Hast du gut gemacht. Danke. Was war denn das jetzt?
Oh, also irgendwie sind die beiden richtig niedlich mittlerweile miteinander. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte das gar nicht so richtig erwartet, dass es da jetzt sowas wie ein Happy End gibt. Aber allerdings habe ich da noch eine Frage. Und zwar hat Marc ja vorhin bei diesem Koch- und Verliebtsein-Ding doch noch ein bisschen von sich abgewehrt, dass da jetzt Gefühle sind. Ist das denn so, Marc? Oder möchtest du jetzt mit Katrin vielleicht doch eine Zukunft? Ich denke schon, dass ich Gefühle für Katrin habe, nur damit ich ein bisschen verliebt bin. Ich finde es schade, dass ich wieder gehen muss. Oh, jetzt hast du mal lieb gesagt. Ja. Oh, die beiden sind echt süß miteinander, oder? Und die gucken sich auch richtig verliebt an. Und ich wünsche es ihnen natürlich auch sehr, dass es geklappt hat. Katrin klingt da sehr, sehr optimistisch. Natürlich, der Marc hat schon ein bisschen ins Herz geschlossen. Ich habe ihn echt gern. Also, wenn es jetzt noch mir geht, dann möchte ich ihn natürlich so oft es geht halt wirklich sehen. Ja, er ist schon sehr schwer sympathisch. Ja, Katrin, ich weiß ja, dass du meine Videos guckst. Also wenn du magst, kannst du mir mal irgendwo bei Insta oder so mal erzählen, ob ihr eigentlich wirklich noch zusammen seid oder nicht. Wenn du nicht möchtest, erwähne ich es auch nicht in den Videos. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig, ehrlich gesagt. Aber noch neugieriger bin ich jetzt auf diesen ekelhaften Streit. Und dazu müssen wir jetzt mal wieder auf La Palma zu Heiko. Und der hat heute mal wieder was besonders Romantisches vor, nämlich eine Dachrinnenreinigung. Nein, auch nicht das, was du schon wieder meinst. Naja. Hier auf La Palma ist ja ein Vulkan ausgebrochen und es war ziemlich heftig. Und beim letzten Ascheregen, ich hatte keine Lust mehr, mich halt dreimal mein ganzes Dach sauber zu machen. Für mich wäre es schön, wenn wir das zu zweit machen könnten. Das ist ja hier andauernd runtergeregnet. Ja, stimmt. La Palma ist ja eine Vulkaninsel, das sollte man an dieser Stelle nie vergessen. Und da gab es ja vor gar nicht so langer Zeit doch eine ziemliche Katastrophe. Dazu werden wir später sowieso nochmal kommen. Man darf jetzt allerdings bei dieser Sache auch eine Sache nicht vergessen. Basti hat ziemliche Höhenangst. Und das ist ziemlich blöd, aber er traut sich trotzdem. Ich habe mich echt gefreut, als wir übers Dach gelaufen sind. Das war ja die erste große, krasse Berührung. So. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Naja, aber es ist doch nicht nur eine Berührung, es ist auch eine große Überwindung. Und kurz hatte ich Angst, dass Heiko das irgendwie schon wieder so ein bisschen nebensächlich behandelt, weil ich generell immer irgendwie das Gefühl habe, dass der nicht so echt auf Bastis Gefühle eingeht. Dann wurde es aber echt ganz nett zwischen den beiden. Du siehst es wahrscheinlich nicht, aber meine Beine wackeln um die Sau. Es beeindruckt mich wirklich, dass du hier hochgekommen bist. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Danke, danke, danke. Schön! Und dann ging es zwischen den beiden sogar tatsächlich ein bisschen um eine gemeinsame Zukunft, die am Anfang wahrscheinlich in Form einer Fernbeziehung stattfinden müsste. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt jedermanns Sache. Also besser, wenn man mal drüber redet. Ich finde, da muss da natürlich schon ein gewisses Vertrauen irgendwo da sein, wenn man dann auch so weit getrennt ist. Was ist so deine Meinung dazu? Ich weiß ja nicht, wie das jetzt weitergeht. Also es könnte halt auch sein, dass du mir fehlst, das wäre sehr schön. Das ist auch ein schöner Test nachher so für uns. Ich weiß ja nicht. Also irgendwie klingt das von Heiko, finde ich, ein bisschen komisch. Weil auf der einen Seite natürlich so, ja, vielleicht haben wir ja eine Zukunft. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen so, als wäre das eher unwahrscheinlich. Und dann wird es ganz doll absurd. Und ich versuche euch gleich das natürlich im Einzelnen nochmal zu erklären. Harmloserweise fängt es aber damit an, dass Basti eigentlich nur möchte, dass Heiko sich neben ihn setzt. Ein Skandal. Du jetzt nicht mal hier sitzen? Nö. Ich setze mir doch jetzt nicht mit dir her und wir fummeln oder so. Ja, das hat doch nichts mit Fummeln zu tun, nur weil ich dich jetzt näher da sitzen haben will. Ich wollte dich jetzt einfach nur auf Augenhöhe haben. Okay, und ich weiß jetzt nicht, vielleicht könnt ihr mir da auch noch mal in den Kommentaren oder so helfen. Ne? Aber ich habe das jetzt wirklich nur so verstanden, dass Basti sich gefreut hätte, wenn Heiko ein bisschen näher kommt. Weil die haben sich jetzt ja vorhin das erste Mal berührt, haben sich an den Händen angefasst. Und dann wäre es ja ganz nett, wenn man das ein bisschen intensiviert, gerade wenn man sich kennenlernen möchte. Aber bei Heiko ist dann irgendwas ganz Komisches passiert. Und das ist jetzt eine ganz wilde Interpretation meinerseits, aber ich glaube, da ist mal irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen. Es ist okay, wenn du das nicht möchtest. Mich hat es tatsächlich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass Heiko jetzt so reagiert hat. Ich habe eher gedacht, er freut sich jetzt, er setzt sich zu mir runter. Strange. Aber gut, wir können uns ja einfach mal anhören, was Heiko so zu sagen hat, denn glücklicherweise hat RTL ihn mir im Interview dann auch noch ein bisschen dazu befragt. So richtig verstanden habe ich seine Antwort aber nicht. Das hat mich echt gewundert und er hat auf einmal auch anders gesprochen, ein Tickel offener. Und der Basti ist ja einer, der ja Zeit braucht und eigentlich schon von Anfang an gleich eine Mauer gesetzt hat. Okay, aber nochmal Heiko, Basti hat doch jetzt irgendwie nicht gesagt, dass ihr da jetzt eine Gangbang-Party auf dem Dach feiern sollt und das war jetzt auch überhaupt nicht mein Eindruck. Und sicherheitshalber hat Basti das deswegen auch noch mal näher erklärt und hat es dadurch interessanterweise irgendwie noch schlimmer gemacht. Wiederhol es noch mal. Das ist, glaube ich, fürs Verständnis ganz, ganz wichtig. Ich wollte es nicht, dass du so nah vor meinem Gesicht sitzt, ja, oder dass man sich jetzt küsst. Ich glaube, wir gehen jetzt trotzdem von Dach, weil jetzt werde ich langsam auch überfordert. Und ich merke, dass du auch, glaube ich, gerade kurz mal 5 Minuten brauchst. Nee, komm, dann helfe ich dir jetzt vom Dach.
der Basti war in seiner Welt und ich war in meiner. Und wir haben uns nicht mehr verstanden. Also irgendwie eine komische Situation. Ich habe ja unter anderem auch eine Sprache studiert und da hat man ja so Kommunikationsdesign und so und da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie bestimmte Sachen eigentlich funktionieren zwischen Empfänger und Sender. Und bei den beiden habe ich das Gefühl, dass sie wirklich komplett auf unterschiedlichen Frequenzen unterwegs sind. Das ist übrigens am nächsten Tag auch nicht besser geworden. Einmal kurz umarmen. Nee, dafür brauche ich auch ein bisschen. Das war ja gestern echt ein komischer Tag. Ist okay. Okay, also irgendwie klingt das jetzt so, als würden die beiden auf jeden Fall nicht nochmal näher aneinander rücken. Allerdings machen sie dann trotzdem zusammen einen Ausflug und zwar zum Vulkan von La Palma. Und wie gesagt, da ist ja vor kurzem ein relativ schlimmer Vulkanausbruch gewesen und die Spuren sind mehr als deutlich. Das hat er alles ausgeschüttet. Dieser ganze Berg, den gab es gar nicht. Also in der Straße haben Freunde auch von mir gewohnt. Echt? Also hier war richtig, es war eine normale Landstraße und da waren lauter Häuser. Für mich tut es halt weh. Das ganze Schwarze, was du so siehst und diese dicken Brocken, das lief ja in der Lava hier runter und hier oben standen die Besitzer von den Häusern. Irgendwie sehr beeindruckend und andererseits auch total beängstigend, oder? Ich war auch schon mal in der Nähe von einem Vulkan und was ich am komischsten fand, war tatsächlich der Geruch. Weil klar, Schwefel und so, es riecht unangenehm, aber das war etwas, was mir, glaube ich, nie wirklich ganz aus dem Kopf gehen wird. Aber naja, jedenfalls geht es jetzt natürlich auch ein bisschen um die beiden Männer und wie vielleicht die Zukunft aussehen könnte. Und auch da klingt Heiko wieder ein bisschen merkwürdig. Jetzt hast du so sehr viel aus meinem Leben gesehen, wie ich lebe, was für eine Arbeit anfällt. Und ich meine, jetzt bist du ja auch mal an der Reihe. Du bist Fotograf. Zeig mir doch du deinen Job mal. Das wäre doch toll. Wisst ihr, was ich an Heiko nicht so mag? Irgendwie klingt fast alles, was der sagt, immer subversiv vorwurfsvoll. Und das ist doof. Aber tatsächlich möchte sich Basti gerne darauf einlassen. Und er ist Fotograf und deswegen möchte er gerne Heiko fotografieren. An sich eine coole Idee und genau das, was Heiko vorgeschlagen hat, der findet es aber trotzdem erstmal blöd. Ich weiß immer, dass ich auf Fotos sehe ich immer hässlich aus. Irgendwo ist es schon blöd, dass er das mit mir macht, aber es sollte ja einfach auch so sein, dass Basti mal mir zeigt, wie er arbeitet, wie er mit mir umgeht, wie er auf mich eingeht. Werden wir aber mal sehen, wie das läuft. Also ich hatte echt komisches Gefühl, sehr komisches Gefühl. Zwischen den beiden läuft es wirklich irgendwie katastrophal, oder? Und dann wird es noch mal ein bisschen merkwürdiger. Weil ich habe das Gefühl, Heiko ist jemand, der den Ton angeben muss. Aber dann sagt er noch mal deutlich, dass er das eigentlich gar nicht möchte. Ja gut, aber Heiko, das passt doch gar nicht zu deiner Persönlichkeit. Ich dachte mir, okay, dann gib einfach ihm jetzt alles in die Hand. Positioniere mich, sag, wie ich gucken soll, was ich für ein Gesicht machen muss. Ja, das ist halt der Punkt, den ich ja auch suche. So einen Mann. So einen Mann suche ich. Merkwürdig. Aber die Fotos werden dann trotzdem geschossen und ich bin mir sicher, Basti kann das auch ziemlich gut. Man sieht, glaube ich, nur ein Foto zwischendurch. Das halte ich aber wirklich für ziemlich gelungen. Und das zeigt Basti Heiko auch. Und warum er das tut, erklärt er hier nochmal. Normalerweise, wenn ich ein Fotoshooting mache, mache ich das nicht, dass ich einem Model ein Bild zeige. Bei Heiko hatte ich das Gefühl, gerade als er noch so ein bisschen, ich sage es mal, albern oder schüchtern war, dass er jetzt eine Sicherheit braucht. Ist doch ein mega Bild, Entschuldigung. Ja. Und deswegen war das auch noch mal eine Möglichkeit für mich, ihm Vertrauen zu geben. Also ich finde das Bild gut, aber die ganze Situation war schon wieder komisch. Und kurz darauf war es dann auch soweit, die Hofwoche ist quasi zu Ende, also gibt es jetzt nur noch eine Sache zu tun. Die Hofwoche ist zu Ende und für mich ist es heute echt wichtig, dass er mir sagt, was er wirklich will. Okay, und ich bin ehrlich, ich wusste jetzt gar nicht, was ich von diesem Gespräch von Bastis Seite aus erwarten soll, weil ich habe schon den Eindruck, dass der Heiko gut findet, aber ob das reicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls hat Basti dann sein Herz ausgeschüttet, während Heiko wirklich sehr niedliche Socken anhat. Ich möchte wiederkommen. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Und wenn du das magst, dann aber auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, um uns dann auch wieder zu sehen. Okay, und ich bin ehrlich, mit dem Folgenden hätte ich absolut und niemals gerechnet. Denn Heikos Antwort und das, was danach passiert ist, war so wirklich das, womit ich am wenigsten gerechnet hätte. Nämlich ein krasses Happy End. Du hast mir die Worte so aus dem Mund genommen, aus meinem Kopf. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie vielleicht mehr wird oder so. And finally the silence, looking out, looking back across. Ich habe einen unfassbar tollen Mann kennengelernt. Ich freue mich mega drauf, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir uns einfach noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Besser hätte es nicht laufen können. Und von dem her würde ich sagen, es war erfolgreich.
Ganz ehrlich, ich war schon lange nicht mehr so verwirrt. Also ich freue mich für die beiden, aber ich finde es auch einfach mega komisch. Weiß ich nicht, ob einer von euch mir das in den Kommentaren erklären kann. Ich weiß auch leider nicht, ob die jetzt noch zusammen sind oder nicht oder ob sie es überhaupt probiert haben, aber ist ja irgendwie schön. Was übrigens auch schön wäre, ist, wenn du jetzt meinen Kanal abonnieren könntest, denn dann weiß ich, dass ich noch mehr Bauersuchtfrau-Videos machen soll. Und wir reisen dann direkt mal weiter, wieder mal nach Österreich. Und zwar zu Johannes, der sich ja, glaube ich, 4 Männer eingeladen hat, mit denen er jetzt erstmal fleißig Einzelgespräche führt. Das erste mit Tiger. War sehr ansprechend, auch die Fotos, was du da hast, jetzt auch in live. Also sehr, sehr fest. Ich muss schon sagen, es hat da so ein bisschen gekribbelt und ja, da sind schon ein paar so Funken rübergeflogen. Oh, Liebe auf den ersten Blick. Und das ist wohl wirklich so, weil die beiden sprechen auch schon über die Zukunft und interessanterweise über Kinder. Das fand sogar ich dann ein bisschen zu schnell. Das ist für mich ganz klar, dass man irgendwann mal sagt, man hätte gerne eine eigene Familie mit Kindern. Ja. Ob es dann adoptiert ist oder Leihmutterschaft oder whatever. Es gibt schon 100 Möglichkeiten. Ist mir relativ egal, aber dass man sagt, man hätte mal gerne eine Familie, auf jeden Fall. Also wenn es ergibt. Finde super. Naja gut. Andererseits ja aber schön, dass sie das zumindest schon mal besprochen haben. Aber es gibt ja noch andere Einzelgespräche. Und auch beim nächsten läuft es richtig gut. Denn Bewerber Nummer 2 stellt sich als echter Pferdeexperte heraus. Ja, zum Thema Pferde. Was hältst du da davor, dass ich eben die Pferde habe? Also ich habe schon ein bisschen Bezug zu Pferden. Also Mama hat 2 Araber in dem Sinne. Wie nennt man das? Ein weißes Pferd. Ein Schimmel, genau. Krass, er weiß sogar, was ein Schimmel ist. Das war dann für Johannes so beeindruckend, dass er wusste, mit dem Mann muss er eigentlich eine Zukunft zusammen haben. Nee, aber im Ernst, ein bisschen komisch fand ich seine nächste Äußerung schon. Der Connor hat so die meiste Erfahrung mit den Pferden, würde ich sagen. Und vielleicht können wir ja dann nochmal gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Der lässt aber auch gar nichts anbrennen, oder? Na gut, aber gehen wir mal weiter zu Einzelgespräch Nummer 3. Da lief es dann meinem Eindruck nach nicht ganz so gut. Du wohnst ja ziemlich weit weg. Ja. Und wie schaut das aus bei dir? Wie bereit bist du da eigentlich dafür, dass du sagst, okay, ich zieh da her? Das ist auf jeden Fall machbar. Yeah. Ich meine, es sind jetzt 1,5 Stunden Flug gewesen, glaube ich. Yeah. Das ist jetzt nicht so weit weg. Schön, aber auch ein kleines bisschen verschüchtert. Aber kein Problem, denn es gibt ja noch einen weiteren Mann und der sieht, wenn man so möchte, sowieso ein bisschen genauso aus wie Johannes. Zumindest finden das die beiden. Ich eigentlich nicht. Wir haben ja eine kleine Gemeinsamkeit, ist mir auch schon aufgefallen, dass da Locken. Ja. Sind die eigentlich echt oder hast du die Wochen sind lassen? Tatsächlich echt. Okay. Also ich habe auch schon als kleines Kind so einen richtigen Lockenkopf gehabt. Stehe mittlerweile auch dazu. Ja, aber das war bei mir genauso. Du, ich bin auch früher ein bisschen gehänselt worden deswegen. Gell? Cool. Ich war übrigens auch ein Kind mit wunderschönen Locken. Kann man sich heute ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen. Und ich blende dir hier mal ein Bild ein, damit du weißt, dass ich aber wirklich die Wahrheit sage, auf dem ich extrem komisch gucke. Und wir schauen uns währenddessen mal an, was die Männer jetzt eigentlich dann am Ende so zu erwarten haben. Wer darf jetzt auf den Hof? Und ich hoffe, es ist nur ein Mann. Oder meinetwegen 2. Aber bitte nicht 3. Mit auf dem Hof darf jetzt halt einmal der Flo. Ich hoffe, du willst auch. Du sehr gerne. Vielen Dank dir. Ja, der Connor. Oh, dankeschön. Ich hoffe, du willst. Ja, natürlich, da freue ich mich sehr. Der dritte ist der Florian. Krass. Und irgendwie passt das zu Bauersuchtfrau Österreich, dass er sich 3 eingeladen hat, oder? Das Blöde ist jetzt ja aber sowieso, dass wirklich nur einer rausgeflogen ist. Und für den ist das, glaube ich, besonders mies. Jan tat mir echt leid. Zum Jan, danke nochmal, dass du gekommen bist, dass du den Weg auf dich genommen hast. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich wünsche dem Johannes jetzt eine super schöne Hofwoche mit seinen 3 Jungs. Ich meine, es sind 3 attraktive junge Männer. Und ich glaube, da wird schon der eine oder andere bei sein. Gut, nach diesem Männerüberschuss in Österreich widmen wir uns jetzt mal wieder Tom, der ja nur noch ganz monogam mit einer Bewerberin unterwegs ist, die er allerdings irgendwie links liegen lässt, weil er morgens viel lieber schwimmen geht. Bei Temperaturen, bei denen mir der Pimmel zusammenschrumpfen würde. Da steckst du. Ah, grüß Gott. Guten Morgen. Die morgendlichen Bahnen. Das mache ich jeden Morgen, schon die letzten 3 Jahre oder so. Ist ganz warm, 16 Grad. Ist schon frisch, ne? Kommst du rein? Ich glaube, morgen vielleicht oder so. Ich glaube, Astrids morgen oder so vielleicht bedeutete auch nein, niemals. Aber sie nutzt trotzdem die Gelegenheit, um ein bisschen den Ausblick zu genießen. Und sie steht wohl auf Schrumpelpimmel. Tom macht auch in der Badehose eine gute Figur.
Ich denke, der Tom ist ein Mensch, der auch sehr auf sich achtet, auf seine Gesundheit und dafür auch was tut. Und ich finde das schon toll. Allerdings muss Astrid an diesem Tag feststellen, dass es schon eine Frau in Toms Leben gibt. Und zwar Gertrude. Und die wird ihr jetzt auch noch vorgestellt. Da ist Eifersucht ja eigentlich vorprogrammiert. Gertrude, das ist die Astrid. Hallo. Die Gertrude ist eine speziell trainierte Kuh. Ich ahne. Zum Lasso, mit Lasso fangen. Fun Fact, der wahrscheinlich niemanden interessieren wird. Ich habe auch mal Lasso werfen geübt und habe tatsächlich festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also tatsächlich ist so ein Ziel zu treffen durchaus möglich. Und auch Astrid stellt sich nach kurzer Zeit richtig gut an. Jetzt ist nur noch die Frage, ob sie dadurch auch Toms Herz erworben hat. Ah, du hast ja Horn. Gut. Ja! Klasse. Fürs erste Mal einwandfrei. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich auch. Aber ein bisschen habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass da immer noch so eine ganz komische Distanz zwischen beiden ist. Und die wird dann auch nicht besser, als es ans gemeinsame Reiten geht. Und das liegt interessanterweise nicht an Astrid, sondern irgendwie mehr an Tom. Okay. Und drauf. Gut. Ich lasse sie aufs Knie stehen, weil ich will ihr nicht zu nahe treten. Manche Frauen, die will nicht so angefasst werden. Wenn man das so macht, das sind keine Probleme. Okay, Tom, und ich finde das an sich vorbildlich. Ich würde allerdings auch behaupten, dass man deutlich merkt, dass Astrid verdammt auf dich steht. Und das sagt sie dann auch mal ganz deutlich. Nur irgendwie rafft Tom das halt nicht. Aber ich wünsche mir von Tom jetzt schon so langsam mal, dass er mich einfach mal irgendwie berührt, dass ich weiß, wie es so um seine Gefühle steht. Ja, Tom, und wie gesagt, das merkt man doch auch. Also los, gib Astrid jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt dein D, sondern versuch ihr dann wenigstens durch Gespräche näher zu kommen. Ja, und ich glaube, er versucht es dann auch tatsächlich, aber es bleibt halt leider bei blödem Smalltalk. So, wie fühlst du dich so? Ich find's einfach toll. Man ist ohne Sattel näher am Pferd. Es fühlt sich toll an. Man hat mehr Verbindung. Das ist richtig schön. Klasse. Vor allen Dingen mit dir. Alter, ich glaube, eine bessere Vorlage kann Astrid dann wirklich auch nicht mehr geben. Tom hätte jetzt sowas sagen können wie, oh ja, ich genieße die Zeit mit dir auch ganz toll und wie wäre es eigentlich, wollen wir heute Abend vielleicht mal ein Glas Rotwein trinken? Allerdings tut er überhaupt nichts davon und so langsam ist Astrid auch ein bisschen frustriert. Ich finde, ich gebe Tom schon ziemlich viele Vorgaben und er sollte schon mal langsam sowas aufgreifen. Das würde ich eigentlich schon erwarten, wenn man um jemanden bemüht ist, beziehungsweise wenn er mein Herz wirklich erobern möchte. Aber möchte Tom das überhaupt? Das ist natürlich in diesem Fall auch durchaus eine wichtige Frage, die er, glaube ich, selber immer noch nicht beantworten kann. Ich glaube, so wie ich das sehe, ist Astrid ein bisschen klarer mit ihren Gefühlen wie ich. Und das ist gut, aber ich muss immer noch meinen eigenen Kopf ein bisschen aussortieren. So, das braucht ein bisschen Zeit. Na gut, ob das noch ein Happy End wird, ich wage es zu bezweifeln. Allerdings gab es bisher irgendwie immer ein Happy End und ich habe auch nie damit gerechnet, also wer weiß das schon. Und wir gucken in der Zwischenzeit mal nach Karl-Heinz. Habe ich jetzt gerade nach Karl-Heinz gesagt? Oh mein Gott, ich meine dann natürlich zu Karl-Heinz. Und der hat für seine Herzdame heute wieder wundervolle Arbeit vorbereitet. Letztes Jahr hat mein Enkelkind die Tür offen gelassen, da waren noch 4 Hühner da. Ja. Und dann kam nachts der Fuchs. Okay. Und dann waren 0 Hühner da. Ja. Und jetzt aber heute Nachmittag kommen die 9 an. Okay. Und dann machen wir das nur so ein bisschen schön und tun Stroh da rein. Genau. Wobei man mit wir sagen muss, dass Karl-Heinz nichts macht und seine Bewerberin alles. Und er findet das eigentlich ziemlich gut. Von da hinten nach hier hin. Alles klar. Kannst du da hinten noch bitte drüber gehen? Da fehlt noch ein Stück. Okay. Wenn ich auf meinem Stühlchen sitze und Regieanweisungen gebe, und so Sprüche loslasse, hier, das musst du sowieso demnächst alles machen, dass sie weiß, dass ich das nicht so meine. Ja, ich würde es gerne richtig haben, ne? Ja. Naja, gut, aber Karl-Heinz, eigentlich meinst du es ja schon so, weil du sitzt ja halt wirklich nur rum und sie muss die ganze Zeit arbeiten. Und das hört dann und hört auch einfach nicht auf. Also langsam ist mir Karl-Heinz wirklich nicht mehr besonders sympathisch. Okay, was meinst du? Sind wir fertig? Ja, damit jetzt bitte den Strohballen reinbringen. Und dann die Nester auslegen und den Rest im ganzen Stall so schön verteilen. Immerhin gibt es dann am Ende aber auch eine Belohnung für diese ganze Arbeit. Nämlich zum einen kommt Jans Sohn und zum anderen darf was gestreichelt werden. Zum Glück übrigens nicht der Sohn, sondern die Hühner. Ich habe noch nie einen Huhn gekraut. Ich weiß jetzt nicht, ob Hühner gerade meine Lieblingstiere werden oder sind. Aber es hat sich gut angefühlt und Arbeit mit allen Tieren
finde ich halt immer sehr, sehr schön und spannend und auch bereichernd. Begeisterung eher nur so mittel, würde ich sagen. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen schönen Programmpunkt. Und zwar hat sich Karl-Heinz einen Ausflug ausgedacht zum Fischladen. Ja, wäre jetzt auch nicht unbedingt meins, aber ist, glaube ich, immerhin lieb gemeint gewesen. Ich liebe Fisch und der Fischmarkt ist ja irgendwie ein einmaliges Erlebnis jetzt für jemanden, der zum ersten Mal hier hinkommt. Und ich darf ja auch hinten in die Halle, wo normalerweise der Otto-Normalbürger nicht rein darf. Ich weiß ja nicht. Findet ihr es jetzt toll, in der Halle gehen zu dürfen, in der Fische ausgenommen werden und in der es wahrscheinlich nicht besonders gut riecht? Naja, keine Ahnung. Ein besonders tolles Date ist es vielleicht nicht. Aber man muss sagen, die Frau hat sich da wirklich sehr, sehr gut angepasst. Und sie spricht übrigens auch ein bisschen die Landessprache. Allora, pesce del lago. Bitte, sì. Sì. Ma avete anche pesce dal mare? Sì, sì, sì. Abbiamo arrivi da un po' tutta Italia di mare. Sì. Nicht schlecht, hat Claudia wirklich gut gemacht. Und deswegen gibt es von Karl-Heinz, wenn man so möchte, auch ein Liebeskompliment. Aber was ich an ihm wirklich nicht mag, ist, dass er dieses Kompliment gleich mit was anderem verbindet. Aber hört doch einfach erstmal selbst. Dass Claudia von sich aus mit den Fischleuten ein Gespräch angefangen hat, finde ich schon sehr imponierend. Und das erwarte ich eigentlich auch, denn eine Frau, die einem hinterherläuft und immer nur nickt, das möchte ich nicht. Ja, aber Karl-Heinz, dann belass es doch einfach bei dem Kompliment, das ist doch schön. Da musst du jetzt noch nicht mal in den Mittelpunkt stellen, dass das auch quasi so die Mindesterwartung ist, die du hast, oder? Aber naja. Auf jeden Fall darf Claudia dann auch noch einen gemütlichen Abend mit der gesamten Familie verbringen, denn Karl-Heinz hat auch noch einige Enkelkinder und sein Sohn ist sehr begeistert von der neuen Frau. Vielleicht ist mein Vater ein bisschen fröhlicher geworden, seitdem Claudia hier ist. Auch mit den Kindern ist sie sehr, sehr gut. Also ich denke mal, sie könnte schon da reinpassen. Ich drücke meinem Vater wirklich die Daumen, dass es jetzt endlich mit der Liebe klappt. Na gut, damit wäre aber auch Karl-Heinz abgefrühstückt. Ein Bauer fehlt uns allerdings noch, denn es gibt in dieser Folge auch mal wieder einen neuen. Und der heißt Ezekiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Namen ausspricht. Und es geht nach Argentinien. Und da ist es echt schön. Ich habe einen Hof mit 3 Hektar Wein. Der Weinberg ist ein Familienbetrieb. Ich habe meinen Großvater angefangen. Und der Wein, das ich stelle, ist Malbec. Ist eine ganz lecker roter Wein und ich liebe das. Bei Eze, so werde ich ihn jetzt einfach mal nennen, ist es dann übrigens tatsächlich so, dass er gar kein Deutscher ist. Er ist in Argentinien geboren und hat, wenn man so möchte, nur einen kleinen Bezug zu unserem verregneten mittelschönen Land. Und dafür kann er die Sprache halt echt krass gut. Ich bin in Argentinien geboren, aber ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Ich sollte spreche Deutsch und in 11 Monaten habe ich gelernt und ja, deutsche Sprache macht mir viel Spaß. Nicht schlecht. Und irgendwie finde ich sowieso ein ganz sympathischer Typ, der übrigens nicht nur die Arbeit im Kopf hat, sehr gut, sondern auch mal was ganz anderes. Nicht nur um Wein und den Hof, sondern auch in Geschichte, in Musik. Ich spiele Akkordeon. Ja, allerdings möchte er jetzt nicht nur an seiner Quietschkommode rumspielen, sondern endlich mal auch an einer Frau. Und da weiß er auch relativ genau, was er möchte, glaube ich. Ich bin einsam und ich kann nicht leben ohne Liebe. Ich suche eine deutsche Frau, die intelligent sind und stark, aber es ist auch wichtig für mich, die feminin sind, weil diese Eigenschaft mag ich. Ich frage mich übrigens echt, ob der wirklich so gut Deutsch kann oder ob ihm der Text jetzt vorgegeben wurde, weil der klang ja schon sehr nach gehobenem Deutsch. Aber naja, er hat sich auf jeden Fall eine Frau eingeladen und oh mein Gott, hatte die einen langen Weg. Die regionale Hauptstadt Mendoza liegt im zentralen Westen Argentiniens und ist per Flugzeug gut zu erreichen, wenn auch nicht schnell. Bayerin Sibylle hat eine lange Anreise hinter sich. Ich war jetzt unterwegs, mit Sicherheit 30 Stunden. Aber ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt hier so weitergeht. 30 Stunden ist aber wirklich krass. Und da wünscht man sich, glaube ich, in der Haut von Sibylle natürlich, dass sie das eben für den Mann ihrer Träume macht, den sie dann ganz alleine kennenlernt. Ja, aber es ist halt Bauer sucht Frau international, also gibt es natürlich Konkurrenz. Oh. Hallo. Ja. Hallo. Ah, ich glaube, ich habe dich schon gesehen am letzten Flug. Ja? Gell? Nein, ich bin Lisa. Ich bin die Sibylle, grüß dich. Freut mich. Ja, bist auch lang unterwegs ja. gewesen. Gell? Ja, und diese zweite Bewerberin ist dann nicht nur so ganz anders als Sibylle, sondern auch noch 10 Jahre jünger. Und vielleicht hat sie der ein oder andere von euch schon mal nackt gesehen, ihr kleinen Schweinchen. Die war tatsächlich wohl schon mal bei Adam sucht Eva. Ein Format, das ich interessanterweise nie gucke, weil ich ja anständig bin. Aber wie auch immer, die beiden Frauen verstehen sich eigentlich erstmal ganz gut. Also ich finde es gut, dass wir zu zweit sind. Ich finde es auch super. Ist doch
auch überschaubar dann, oder? Das klingt doch eigentlich ganz gut. Aber man merkt trotzdem, es gibt da schon so ein bisschen Konkurrenzdenken. Dabei haben Sie den Mann Ihrer Träume ja noch gar nicht kennengelernt. Mein erster Eindruck von ihr war, ganz normal gekleidet, normales Mädchen, normale Frau. Also ich denke schon, dass ich vielleicht bessere Karten habe, weil ich bin natürlich ein Fan von mir selber. Ein Fan von sich selbst. Auch eine Mischung aus größenwahnsinnig und sympathisch, finde ich. Naja, aber Lisa ist trotzdem der Meinung, dass mit ihr und Sibylle klappt auch ganz gut. Vielleicht machen die einfach was zusammen, wenn sie Ezekiel am Ende doch blöd findet. Auf dem Weg nach Ezekiel, da habe ich gemerkt, dass die Chemie mit Sibylle sehr gut passt. Weil Zicken mag ich gar nicht und Sibylle ist echt ein sehr netter Mensch. Die beiden Frauen werden dann übrigens an diesem ersten Tag noch nicht auf ihren Traummann treffen können, denn der muss zu Hause noch einige Vorbereitungen treffen. Einerseits cool. Andererseits hätte er das natürlich auch schon vorher sich überlegen können. Ich habe mir überlegt, dass nach einem so langen Flug sie werden ja ganz müde sein und es ist besser, wenn sie schlafen erst einmal in einem Hotel, so sie werden Zeit haben, um zu schlafen und baden. Morgen werde ich abholen mit meinem Auto in seinem Hotel. Und da sind wir natürlich auch wieder dabei, denn das war es leider erstmal wieder für diese Folge. Aber ich glaube, die nächste wird tatsächlich sehr gut. Denn da geht ziemlich sexy zu. Willkommen! Schon sehr attraktiv. Hallo! Ich finde, er ist sehr sexy. Ich hab's ja schon gesagt, wenn du es nicht verpassen willst, Abo wäre cool. Daumen nach oben ist immer super hilfreich. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst, kannst du auch sehr, sehr gerne mal bei meinem Partner Holy vorbeischauen. Die machen anrührbare Getränke. Man muss also endlich nichts mehr schleppen. Und trotzdem ist da nicht ganz viel Taurin oder Zucker oder so drin, sondern einigermaßen gesunde Inhaltsstoffe, so nenne ich das mal. Und es ist sehr, sehr lecker. Ich packe euch den Link. Da gibt's dann auch noch Rabatt. Natürlich ganz oben in die Videobeschreibung. Und da musst du jetzt streng genommen sowieso wieder draufklicken. Denn sonst musst du mir jetzt in den Kommentaren ohne phonetische Umschrift zu benutzen, 9 Stunden lang erklären, wie man den Namen dieses Mannes jetzt richtig ausspricht.